Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Newsflash, den Spiele-News mit mir, mit Olli, und wir starten mit Call of Duty Black Ops 4 in Aussicht. Insider liefern erste Leaks zum Setting, angeblich sogar ein Nintendo Switch Release geplant. Assassin's Creed Dynasty, Mitarbeiter streut Gerüchte, nächster Teil spielt in Asien. Kingdom Come Deliverance, große Versprechen noch vor dem Release, Modder wollen Game of Thrones ins Mittelalter-RPG bringen. Im Spotlight stelle ich euch heute die brillant gute deutsche Netflix-Serie Dark vor, und dann geht's weiter mit euch, mit meiner Community oder, wie man sie auch nennt, The Olli Nation. Ganz so sicher bin ich mir da aber noch nicht. Starten wir mit Call of Duty. Es gibt erste Hinweise zum Setting des diesjährigen Serienablegers. Angeblich soll es sich nämlich um Black Ops 4 handeln. Unter anderem berichtet das Marcus Sellers, seines Zeichens Whistleblower und auch schon bekannt dadurch, dass er das kürzlich angekündigte Dark Souls Remastered richtig voraussagte. Angeblich habe er die Info zu Black Ops 4 aus einer verlässlichen Insiderquelle erhalten. Der neue Teil soll im Vergleich zum Vorgänger aber wieder deutlich bodenständiger daherkommen. Demnach soll Black Ops 4 in der Gegenwart spielen und dementsprechend auch auf solche Boost-Jump-Mechaniken oder sonstiges übertriebenes Rumgehüpfe verzichten. Zudem planen Activision und Treyarch offenbar auch eine Umsetzung für die Nintendo Switch. Für die Portierung, da haben die Entwickler aber ein externes Studio beauftragt. Ob sich die Gerüchte letztendlich bewahrheiten, bleibt abzuwarten. Eine offizielle Ankündigung, die steht derzeit noch aus. Sicher ist jedoch, dass für die diesjährige Auskopplung von Call of Duty definitiv Treyarch verantwortlich sein werden. Das passiert ja immer so im Wechsel zwischen drei Studios. Sledgehammer Games war ja jetzt letztes Jahr dran, davor Infinity Ward und jetzt halt wieder Treyarch. Die sind ja bekannt für die Black Ops Reihe, allzu unwahrscheinlich ist es dementsprechend auch nicht. Und vor kurzem suchte das Studio auch einen Designer, der sich mit moderner Militärtechnologie und Schusswaffen auskennt, dass also das nächste Call of Duty dann in der Gegenwart spielt, beziehungsweise auf ein, ja, modernes Militärszenario zurückgreift, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, vor allem da sie ja mit dem Zweiten Weltkrieg jetzt auch nicht so besonders viel Glück hatten. Ja, wie seht ihr die Sache? Freut ihr euch auf den Black Ops 3? Habt ihr die Nase voll von Call of Duty? Braucht ihr überhaupt noch moderne Militärshooter oder überhaupt Militärshooter? Oder sollte sich die Reihe vielleicht mal eine Pause gönnen? So wie Assassin's Creed hat da ja wunderbar funktioniert. Jetzt gibt es allerdings schon Gerüchte zum Setting des neuen Assassin's Creeds. Das soll nämlich, wie ein Mitarbeiter jetzt berichtet, in Asien spielen. Ein angeblicher Mitarbeiter, der hat nun erste Details darüber veröffentlicht. Gegenüber PlayStation Universe berichtete er, dass er als Technicolor-Mitarbeiter für die Animationen des neuen Assassin's Creed-Teils zum Teil verantwortlich war. Dieses wird nämlich aktuell unter dem Arbeitstitel Assassin's Creed Dynasty entwickelt und soll dementsprechend auch in Asien angesiedelt sein, also entweder im alten China oder im alten Japan oder im alten Korea oder im alten Vietnam, keine Ahnung, auf jeden Fall aus der Ecke, obwohl Dynasty klingt ja zumindest schon mal ziemlich chinesisch. Wo und wann genau ist nicht bekannt, allerdings machen derzeit Gerüchte die Runde, die von der chinesischen Ming-Dynastie sprechen. Offiziell bestätigt ist sowieso noch rein gar nichts. Allerdings gab es ja bisher bei jedem Assassin's Creed zumindest einen größeren Leak im Vorfeld des Releases, der sich dann auch bewahrheitet hat. So geschehen ja auch unter anderem bei Origins. Man erinnere sich da an dieses bekannte Leak-Bild, wo man Bayek auf einem Boot im Nil stehen sieht. Ob Ubisoft das nächste Assassin's Creed jetzt bereits 2018, also in diesem Jahr, veröffentlichen werden, das ist recht unwahrscheinlich, denn erst vor kurzem hieß es seitens der Entwickler, dass man sich für zukünftige Serienteile mehr Zeit lassen werde. Der aktuelle Erfolg von Assassin's Creed Origins und auch die Qualität von diesem Spiel, die auch mich überzeugt hat, die sprechen aber definitiv für so ein Vorgehen, und da warte ich gerne, wenn Ubisoft dann wieder so ein qualitativ hochwertiges Spiel abliefert. Hoffentlich mindestens genauso qualitativ hochwertig ist dann auch Kingdom Come Deliverance, wenn es denn rauskommt am 13. Februar, sind ja noch ein paar Tage bis zum Release. Allerdings gibt es schon im Vorfeld große Versprechen, und zwar aus der Modding-Community. Eine Gruppe von Game of Thrones Fans, die will nämlich aus dem Spiel ein Abbild der sieben Königreiche machen. Die Total Conversion soll zudem auch alle bekannten Charaktere
der TV- und Buchvorlage enthalten. Kurios ist es halt, weil, wie schon gerade gesagt, Kingdom Come Deliverance ist ja noch gar nicht rausgekommen und jetzt wird schon so eine Bomben-Mod dafür angekündigt. Komisch. Die Modding-Community hält das aber offenbar nicht davon ab, schon jetzt so große Pläne zu schmieden. Basieren soll die Game of Thrones Mod übrigens auf dem Strategiespiel Total War Attila. Da war die in der Form schon mal so geplant gewesen, allerdings gab es da Probleme, denn Attila würde den Moddern einfach zu wenig Möglichkeiten bieten, die eigenen Ideen, wie zum Beispiel neue Kampagnen und mehr Features umzusetzen. Ob und wann wir denn Game of Thrones statt böhmische Dörfer auf den Bildschirmen in Kingdom Come Deliverance sehen, ist noch unbekannt. Definitiv bestätigt es aber schon, dass die Warhorse Studios, also die Entwickler von Kingdom Come, zumindest ihr Spiel der Modding-Community gegenüber öffnen wollen. Das heißt, zumindest auf dem PC werden wir da wohl die ein oder andere spannende Modification sehen. Ich bin ja mal sehr gespannt. Erstens mal auf Kingdom Come, was daraus wird. Ich habe das Spiel ja eigentlich auch schon seit Beta-Zeiten oder seit Backer-Zeiten begleitet. War auch für PC Games damals auf sehr, sehr vielen Events. War eigentlich regelmäßig immer auf der Gamescom bei den Warhorse Studios und auch auf der E3. Und kann es jetzt einfach gar nicht erwarten, bis dieses Ding endlich rauskommt. Und bei den Mods, ja, da muss man mal gucken, was da so rumkommt. Vielleicht gibt es ja auch Mods zu Netflix-Serien. Wer weiß, wer kann das sagen? Aber definitiv vorstellen möchte ich euch heute eine davon, eine Netflix-Serie. Jetzt hat man ja schon alles. Jetzt hat man schon ein großes Spiel, ein AAA-Spiel, ein Indie-Game, ein Brettspiel das letzte Mal. Heute ist es halt, wow, eine Serie. Da hat mich meine liebe Freundin drauf hingewiesen, gesagt, komm, stell doch mal diese eine Serie in deiner Rubrik Spotlight vor und das werde ich auch tun. Heute geht es nämlich um Dark und da geht es ziemlich düster und bedrückend zu, aber auch brillant gut. Einige von euch, die mögen diese Serie vielleicht schon gesehen haben und sie vielleicht genauso toll fanden wie ich oder auch nicht. Beachtenswert ist aber dabei, dass es sich um eine deutsche Serie handelt zwar, dass man ihr aber irgendwie nicht anmerkt. Also es wirkt nicht wie eine deutsche Serie, die man da guckt. Aus filmischer Sicht zumindest zeigt sich das relativ selten und auch der Production Value, der wirkt eigentlich eher wie so eine große US-Serie als wie eine kleine deutsche, ja, Schauspielertruppe irgendwie. Über die Handlung zu sprechen ist auch bei Dark relativ schwierig, ohne euch jetzt da den Spaß direkt dran zu ruinieren. Im Grunde geht es aber um vier Familien in einer deutschen Stadt, die neben einem Atomkraftwerk auch noch deswegen so besonders bekannt ist, weil da relativ häufig Kinder verschwinden, nämlich alle 33 Jahre. Die Handlung von Dark lässt sich, ohne komplett zu spoilern, am ehesten wie so eine Mischung aus Stephen Kings Ace, Akte X und Tatort beschreiben. Irgendwie eine ganz kuriose Mischung. Und ich wusste auch bis kurz vorm Ende von der Serie überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Neben der wirklich grandiosen Handlung, die euch immer wieder vor so richtige What the fuck, was zur Hölle passiert gerade, was möchte diese Serie von mir Momente stellt, da sind die Charaktere auch eine der größten Stärken von Dark. Und für schwache Nerven ist diese Serie absolut nichts. Neben ein paar heftigen Szenen liegt das aber vor allem auch an den Themen, die da behandelt werden. Da geht es unter anderem um Selbstmord, Kindesmissbrauch etc. pp. Richtig harter Tobak. Und man sollte es auch nur in einer sehr, sehr guten Stimmung schauen und nicht, wenn es einem vielleicht gerade schlecht geht. Deswegen große Warnung. Trotzdem absolute Guck-Empfehlung. Wer von euch Netflix vielleicht schon hat zu Hause und immer mal sich vielleicht überlegt hat, ja, soll ich es wagen, soll ich es riskieren, soll ich eine deutsche Serie angucken jetzt auf dieser großen, tollen Netflix-Plattformen, die mir so viele andere Serien zur Auswahl stellt. Die Antwort, wenn ihr mich fragt, ist ja, definitiv angucken. Es braucht ein bisschen Zeit, bis man reinkommt, aber die ersten 2-3 Folgen, wenn ihr die gesehen habt, dann hört ihr da mit Sicherheit auch nicht mehr auf bis zur 10. letzten Folge. Ich bin gespannt, ob es weitergeht mit Dark, wie es weitergeht mit Dark. Es gab am Ende noch so einen kleinen Hinweis drauf, wie es weitergehen könnte. Ich weiß ja nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Genauso gespannt bin ich immer, wenn ich so ein Video online stelle und die Frage unten poste auf eure Antworten. Und die schauen wir uns jetzt an in The Olination oder der Community einfach. Ja, meine Lieben, auch hier nochmal vielen, vielen Dank für euer tolles Feedback. Auch zur letzten Folge Newsflash waren ja jetzt nicht gerade so die Killer-Themen, aber trotzdem, eure Beteiligung war hammermäßig gut.
kann man sich gar nicht mehr wünschen eigentlich. Trotzdem, falls ihr gerade zuschaut, den Daumen heben bitte und auch einen Kommentar schreiben, falls ihr wollt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und weil es mich das so sehr freut und weil ich so gern Videos für euch auch mache, für meine Community, habe ich mir überlegt, so, ja, der Newsflash ist ja jetzt so mein Flaggschiff-Format. Trotzdem möchte ich euch vielleicht auch mal, wenn es zeitlich nicht ganz hinhaut mit dem Newsflash oder wenn was Spannendes passiert, ich aber irgendwie keine Zeit habe, einen kompletten Newsflash draus zu basteln, dann trotzdem euch so ein kleines Update zu geben, indem ich mich dann auf ein Thema fokussiere, zum Beispiel wenn Half-Life 3 angekündigt wird, dann würde ich da ein Newsflash-Update dazu machen, das sich nur um Half-Life 3 dreht und vielleicht so ein bisschen Community-Elemente noch hat. Keine Ahnung, schreibt mir, was ihr davon haltet. Wollt ihr sowas, dass ich sowas mache ab und zu? Wird natürlich jetzt nicht dann zu jeder Ankündigung kommen. Dafür habe ich einfach keine Zeit. Das sage ich euch auch gleich. Aber wenn halt mal ein spannendes Thema aufploppt, ein Hype-Thema oder auch irgendwie ein Skandal, dann könnte ich da euch so auch noch ein bisschen mit Informationen versorgen, heißt das Deutsch. Ich bin heute absolut nicht im Redefluss. Ich habe auch hier ungefähr 20 Mal geschnitten, obwohl ihr es gar nicht gesehen habt, garantiert. Ja, letztes Mal habe ich euch gefragt, freut ihr euch auf Bioshock oder auf Borderlands 3? Irgendwas von den beiden wird es wohl werden, was 2K da im Gepäck hat. Und ihr solltet mir sagen, was ihr von so Tools wie zum Beispiel Reshade haltet, das ja irgendwelche Filter übers Spielebild legt und deswegen aus PUBG verbannt wurde, weil es böses Cheaten ist. Der Mr. Neugier, der schreibt, Borderlands 3, ich kann es nicht mehr erwarten. Es wird Zeit für eine wunderbare Fortsetzung dieser saugeilen Reihe. Da bin ich vollkommen bei dir, habe ich auch richtig, richtig Bock drauf. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt. Komischerweise bist du so einer der einzigen in der Community, zumindest in der schreibenden Community, die sich auch so auf Borderlands 3 freuen. Alle anderen, die wollten irgendwie immer eher Bioshock haben, auch der Prolo. Der schreibt, Borderlands habe ich das erste Mal angespielt, aber so sehr konnte mich die Serie noch nicht fangen. Selbiges auch bei Bioshock, irgendwann hole ich das nach. Das Verwenden von Reshade ist für mich noch kein Cheaten per se. Cheaten ist es dann, wenn ich mir durch den Einsatz dieses Tools irgendeinen Vorteil gegenüber jenen Spielern verschaffe, die es nicht nutzen. Bei PUBG ist das ja der Fall, also sollte es auch von dort gebannt werden, so wie auch ein Nutzer davon. Für mich macht es keinen Unterschied, ob jetzt jemand nur Reshade verwendet oder ob er einen Aimbot hat. Cheaten ist Cheaten. Ja, kann man so natürlich sehen. Andererseits ist es ja wie gesagt bei Reshade so, wenn du an deinen Monitoreinstellungen ein bisschen rumfriemelst, wenn du vielleicht FLUX installiert hast, dann kannst du diese Effekte ja auch irgendwie erzielen. Und sie helfen dir ja trotzdem nicht besser zu schießen irgendwie. Wie gesagt, ich habe es ja auch mal ausgetestet mit Reshade für das PC Games Video. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich die Gegner jetzt schon viel früher erkenne als die mich. Ich bin da auch oft genug noch über den Haufen geballert worden, trotz diesem Tool. Ich weiß es nicht. Mir ist es einfach ein zu großes Drama, das jedes Mal zu installieren und dann anzuschalten und keine Ahnung. Also mir ist schon allein der Aufwand rechtfertigt für mich die Verwendung nicht, weil es mir irgendwie zu blöd ist. Fürs wirkliche Cheaten halte ich es nicht. Das gibt dir irgendwie keinen Vorteil, den du nicht auch dadurch erreichen kannst, indem du an den Grafikoptionen vom Spiel rumpfuscht, weil da geht ja auch einiges. Viele sagen ja, man soll die Schatten und die Vegetation deaktivieren und so weiter. Ist das dann schon Cheaten? Alle hätten die Möglichkeit dazu. Ganz, ganz große Streitfrage, aber deswegen auch ein umso spannenderes Thema. Silke Gehl schreibt, ein neues Bioshock wäre genial. Für mich markiert der erste Teil der Serie die Erweiterung meines Spieluniversums um Ego-Shooter. Da ich vor dem mehr Adventures und RPGs gezockt habe, ich fand die kreative Idee der Entwickler und die dichte Atmosphäre einfach großartig. Teil 2 war dann nicht mehr ganz so toll, dafür konnte Teil 3 für meinen Geschmack wieder überzeugen. Ich muss sagen, ich kann mit Bioshock auch erst seit Teil 3 so richtig was anfangen. Die ersten beiden habe ich zwar mal gespielt, die konnten mich aber irgendwie überhaupt nicht überzeugen. Der dritte Teil hat mich dann voll gepackt und ihr seht da hinten vielleicht auch, da hängt so ein Poster aus Bioshock Infinite. Da hinten, das sieht man leider nicht. Ist auf jeden Fall ein total geiles Spiel, da würde ich mich auch echt über eine Fortsetzung freuen. Aber irgendwie, Borderlands hat es mir da irgendwie ein bisschen mehr angetan, muss ich sagen. Der Gamerscheck, der schreibt, Borderlands hat mir persönlich nie gefallen, weil Borderlands ja viel RPG-Elemente drin hat und ich bin kein Rollenspieler, mal abgesehen von Final Fantasy XV. Bioshock dann schon eher, aber Infinite, weil Teil 1 und 2 unter Wasser war, nicht so meins. Und Infinite hatte eine richtig geile und tiefgreifende Story. Oh, ja, es hatte aber auch ganz viel Backtracking. Das fand ich ein bisschen schade bei Bioshock Infinite. Es war sehr viel Gebietsrecycling.
Aber dafür war halt, ich fand halt die Atmosphäre richtig geil. Diese US-amerikanische Stadt in den Wolken, dieses Traumland der Amerikaner und der Freiheit und Jubel, fand ich schon ziemlich cool. Owens Kanal schreibt, ehrlich gesagt reizt mich weder Bioshock noch Borderlands allzu sehr. Über was ich mich wirklich freuen würde, wäre ein neues Dead Space oder Bulletstorm. Warum nicht? Was Reshade etc. betrifft, habe ich zu wenig Multiplayer-Erfahrung, um da eine fundierte Meinung abzugeben. Wenn du mich fragst, ist der Grund für die häufigeren Kommentare, dass viele Leute, so auch ich, erst jetzt realisieren, was ihr bei den Daily News für Extraarbeit reingesteckt habt und dich jetzt wenigstens dazu motivieren wollen, diese News-Show aufrechtzuerhalten. Da sowas kompetent und unterhaltsam gemacht ist, echt fehlt. Dank dir und weiter so. Das geht doch runter wie Öl. Sowas finde ich halt wirklich super. Und ja, auch die Daily News, die waren wirklich sehr, sehr viel Arbeit immer. Aber das ist ja Arbeit, die ich gern mache. Und jetzt im Moment fühlt sich halt auch, das, was ich jetzt hier mache, fühlt sich überhaupt nicht an wie Arbeit. Das fühlt sich einfach nur an wie Spaß haben mit meinen Freunden in der Community. Mit meinen fast 1000 Freunden vielleicht. Kann ja auch sein. Hab halt viele Freunde. Und euch mit sowas zu versorgen und zu lesen, wie ihr das feiert, das finde ich einfach herzerwärmend und deswegen mache ich das ja auch weiter. Ich verdiene hier auch kein Geld oder so oder sonst was. Das ist ja wirklich nur Freizeitspaß und ja, den nutze ich halt für euch. Und ich hoffe, wie ihr investiert auch immer die Zeit, dann das Däumchen zu heben. Weil für mich sind es halt irgendwie 3-4 Stunden Arbeit. Was heißt Arbeit? Es sind halt 3-4 Stunden Getue. Und für euch ist es ein Daumen, den ihr heben müsst und vielleicht einen Kommentar schreiben. Dann kommt ihr auch mal gern in die Sendung. Und wie gesagt, bei 1000 Abonnenten, da werde ich dann was Großes zünden. Mal gucken, was das wird. Ich habe schon ein paar Pläne, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Deswegen auch bitte, falls es euch gefällt und falls ihr von meiner charmanten Art auch so überzeugt seid wie die anderen, dann bitte abonnieren. Da würde ich mich auch natürlich sehr drüber freuen. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Newsflash oder eben beim Newsflash-Update. Sagt mir da eure Meinung dazu, ob ihr das möchtet. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet, deswegen tut es mir leid, wenn ich heute ein bisschen lädiert klinge, aber ich bin auf dem Wege der Besserung und beim nächsten Newsflash, da kann ich dann wieder euch mit meiner engelsgleichen Stimme die News vortragen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.